sind heute hier im Private Roof Club in Friedrichshain in Berlin und cooler geht's ehrlich gesagt nicht. Das Thema des Tisches heute ist Feiern mit Freunden, weg vom klassischen Tisch. Ich möchte jetzt nicht sagen Lifestyle Typical Berlin, aber schon in die Richtung gehend, ja. Zu der Location, in der wir gerade sind und zu dem Ambiente, habe ich mir jetzt nochmal jemanden persönlich dazu gebeten, und zwar den Uli von der Partyrenngruppe. Hallo. Man sieht hinter uns die Oberbaumbrücke. Wir sind hier ziemlich cool im Herzen von Berlin. Und cool haben wir natürlich jetzt auch die Möbel dazu ausgesucht, ja. Weil wir wollten jetzt nicht einfach nur klassisch 12 Stühle nehmen von der gleichen Sorte, sondern was haben wir? Passend zur Umgebung und zur Location haben wir einen sehr, sehr roughen Stahlrahmen vom Tisch mit einer sehr warmen, natürlichen Bambusoberfläche. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Stuhlmix. Einige Klassiker von Vitra, DSW, DAW, Panton, gemixt mit unseren Klassikern von Partyrent, einen alten Holzstuhl, einen Gartenstuhl. Was haben wir heute eingedeckt? Was ist es? Wir haben heute mit 3 Serien gearbeitet. Beim Porzellan mit der Serie Craft von Steelite, ein Produkt aus England, in dem, da kommt auch der Name her, Craft, sehr viel Handarbeit steckt. Jedes Teil, Unikat, die Glasuren werden von Hand aufgetragen. Gibt es in verschiedensten Farben. Wir heute in 4 auf dem Tisch, um ein bisschen Spannung zu erzeugen. Besteck kommt aus Italien von der Manufaktur Mepra. Und wir haben hier eine kleine Vintage-Optik. Also nach dem Herstellungsprozess wird nochmal in einem speziellen Verfahren so eine kleine Patina, eine kleine Struktur erzeugt, die diesen wunderschönen Used-Look hergibt. Und dazu haben wir kombiniert einmal ein sehr klassisches Weinglas von Schott-Zwiesel, was den meisten Wein einfach gerecht wird, wenn man auch einen gewissen Anspruch hat. Aber der Eyecatcher ist das Wasserglas aus Portugal. Die Firma Atlantis fertigt in Portugal schon seit beinahe 100 Jahren Gläser. Und heute haben wir auch sehr ein rustikales Glas ausgesucht, was halt zu dieser Optik, Holz, natürliche Farben, natürliche Materialien auch sehr gut passt. Das Mundtuch kennen wir ja nur klassisch. Also es muss schwer sein, es muss am besten Damast sein, es soll griffig in der Hand liegen. Das ist jetzt heute nicht, weil ihr macht was mit dem Stoff? Wir nähen seit einigen Jahren auch wieder selbst Servietten, um halt eben auch passend zum Setup nicht nur den Farbton, sondern auch die Struktur, die Textur des Materials anzupassen. Wir haben heute gearbeitet mit einem sandfarbenen Baumwoll-Leinengemisch, was halt natürlich auch wieder, wir hatten eben das Thema Holz, wir hatten natürliche Materialien, was ganz gut aufgreift. Und das finde ich halt auch so spannend, dass man einfach sagen kann, passend zu der Feier, zu dem Event, welche man vorhat, kann man sich auch einfach mal Stoff im Stoffladen kaufen, die Nähmaschine dazu nehmen und es einfach nur ein bisschen grob umnähen und hat einfach seine individuelle Serviette oder sein individuelles Mundtuch. Das ist natürlich eine tolle Ergänzung und du kannst wirklich dann zu jeder Location, zu jedem Event immer das Passende machen. Wunderbar. Uli, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Zur Blumendekoration kann ich Folgendes sagen. Ich bin heute hingegangen und habe gesagt, ich möchte wieder nicht in der Kommunikationsebene dekorieren, sondern bin oberhalb der Kommunikationsebene gegangen. Ich habe große Ballonvasen, die haben in einer ganzen Maße von über 1 Meter. Die sind floral gefüllt. Ich bin mal hergegangen und habe mir Phalaenopsis als Pflanze, die habe ich ausgewaschen, mit eingesetzt. Wir haben Anthurien mit drin, wir haben Kalanchoe, das flammende Kätchen, kennt auch eigentlich jeder, auch mal von der Pflanze abgeschnitten. Und ich möchte auch einfach zeigen, dass man Pflanzen auch ruhig mal mit in eine Schnittblumendekoration mit einsetzen kann. Ich habe ein paar Plexiglas-Quader hochkant aufgestellt und einfach Echeverien in ganz groben Tontöpfen draufgestellt, um wirklich zu zeigen, okay, hier ist es nicht Wald und Wiese, sondern wirklich cool Urban Lifestyle Innerstadt.